Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich das Symbol für den Durchschnitt oder für die Vereinigung merken kann. Das ist übrigens kein N und das ist übrigens kein U. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass A und B eine Menge ist und wir wollen uns jetzt den Durchschnitt bzw. die Schnittmenge merken. Wir erinnern uns, Durchschnitt und Schnittmenge sind alle Elemente, die in beiden Mengen gleich sind. Und dann stellen wir uns einfach sowas drunter vor. So, das heißt, dass dieser Teil, der eben bei beiden Mengen gleich ist, zusammengefasst ist. Und dieser Teil hier und dieser Teil hier fallen weg, sondern nur der Teil, der in beiden Mengen gleich ist. Und wenn wir jetzt eine Vereinigung haben, die sieht dann so aus, ich mache das mal ein bisschen weiter nach oben, dann stellen wir uns einfach sowas drunter vor. Nämlich, dass beide Mengen einfach da reingefallen sind. Und das bedeutet für uns, dass einfach alles zusammenfällt. So, und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Gucken.